ich für dich, mein Cutie, einen kleinen, aber feinen Kick Hall. Ich wurde auf Instagram mal gefragt, wann kommt mal ein Kick Hall. Ich war ja vor ein bisschen längerer Zeit bei Kick. Und jetzt habe ich mal wieder Bock gehabt, da mal vorbeizuschauen und gucken, was es so Neues gibt oder so. Ich habe jetzt nichts Bestimmtes gebraucht. Ich bin einfach nur da reingegangen zum Schauen, zum Schlendern, zum Shoppen ein bisschen. Und habe ja doch ein paar Sachen gefunden. Und die Sachen, die möchte ich dir zeigen. Und ich beginne auch gleich jetzt, mein Cutie. Viel Spaß. Und ich habe mir einfach random Schuhe gekauft. Ja, die haben auch dort Schuhe. Allerdings kann ich jetzt nicht sagen, dass sie von der Qualität jetzt die besten sind überhaupt, aber die halten ja schon eine Zeit lang und ich brauche einfach nur Schuhe für den Alltag, für die Arbeit. Ja, und da habe ich keinen Bock gehabt, mir irgendwelche teure Schuhe zu kaufen, habe ich mir gedacht, hole ich mir einfach ein paar günstigere. Ja, und da habe ich mich sofort in diese Schuhe verliebt quasi, in diesen Sneaker. Und es ist in diesen schönen Alt-Rosé. Es funkelt auch so ein bisschen, aber es ist ja kein Glitzer. Aber ich stelle die mir sehr gut vor mit so einer weißen Hose. Oder einer Jeans kombinieren. Haben, kann ja auch sein. Und dann Schwierigkeiten haben, einen passenden Schuh zu finden.
super kaputt gehen. Und jetzt habe ich mir mal ein neues gekauft, und zwar einen Rucksack. Weil ich keinen Bock habe auf Handtaschen, finde ich Rucksäcke immer praktischer, einfach. Auch wenn man zum Beispiel eine Kleinigkeit so einkaufen will, finde ich die echt praktisch. Oder wenn du Fahrrad fährst und einen Rucksack hast, ist es einfach viel besser. Deshalb habe ich mir mal wieder einen Rucksack gekauft. Und dieser hier hat mich besonders angesprochen, also ist so ein Stoff. Und mit diesen Blumen fand ich einfach pretty. Einfach schön fröhlich und sommerhaft. Mal gucken, wie lange der dann halten wird. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich darf halt einfach nur nicht so schwere Sachen da drin haben, weil wenn ich so schwere Sachen da einpacke, kein Wunder, dass sie dann kaputt gehen, die Rucksäcke. Oder vielleicht, mein Cutie, kennst du dich vielleicht mit Rucksäcken aus? Vielleicht kannst du mir einen guten Rucksack empfehlen, was stabil ist und auch praktisch auch ist zum Einkaufen gehen. Ja. Ja, hier hinten dieses Kunstleder. Jetzt auch. Video dann
Ich mache meistens, wenn ich Trigger-Videos mache, mit verschiedenen Trigger, nicht nur mit einem Gegenstand. Aber mit dem könnte ich das dann auch mal machen. Macht schon gute Sounds. Aber ich lasse es noch unverpackt. Manche würden denken, was ist denn das denn überhaupt? Was holst du sowas? Dann sage ich, für mich und für meine Cuties, für diesen ASMR-Kanal. Wir sehen uns und hören uns dann beim nächsten Mal.